Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bin ich im schönsten und untouristischsten Bergdorf in Spanien, laut Google sogar. Und das heißt so, ich kann es nicht aussprechen, tut mir leid, ich spreche kein Spanisch, aber ich nehme euch jetzt mit. Guten Morgen. Oh, ich hatte so eine schlechte Nacht. Es war so schnell ganz heiß im Auto. Dann hat sich hier eine Menschengruppe getroffen, die echt richtig laut waren. Und jetzt kam die Müllabfuhr. Ich habe vielleicht eine Stunde geschlafen. Aber es ist richtig schön. Was ist denn da oben? Höhle? Ja. Guten Morgen von meinem Frühstücksbuffet. Ich bin hier immer noch in Nordspanien in der Nähe von Sevilla und hatte ja eine richtig schlechte Nacht, weil es einfach so heiß war. Selbst mein Ventilator hat es nicht geschafft, mich in den Schlaf zu bringen. Ich habe sogar mit offener Tür geschlafen, obwohl hier Menschen um mir rum waren. Ja, demzufolge habe ich jetzt natürlich gleich mal gegoogelt, wie es in Cordoba aussieht. Da sieht es genauso aus. Extremwetterwarnung über 42 Grad. Und auch den Ort, den ich mir unbedingt anschauen wollte, der ist ein Stückchen weiter an der Küste, von hier aus 5 Stunden Fahrt entfernt. Und den werde ich jetzt anstreben. Cordoba fällt halt weg, so schade wie es ist. Und danach werde ich versuchen, heute bis an die Küste zu kommen. Da sind ungefähr 10 Grad weniger, also 32 Grad nur. Nur. Ja, schade, aber es geht nicht anders. Ja, ich packe jetzt ein und dann geht's ab an die Küste. Mal sehen, wie weit ich komme. Wieder mal das Problem mit um die Ecke gucken. Ich muss tatsächlich noch mal hier um die Ecke gucken, wie es da aussieht. Wow. Weiß gar nicht, wird da was abgebaut? Oder ist die Landschaft einfach nur so richtig schön? Das ist hier übrigens eine sehr ländliche Gegend. Das ist die Stadt, wo Senna steht. So, es geht los, du wunderschöner, heißer Ort. Ab auf die Autobahn. Oh mein Gott, nice. Schaut mal, es ist jetzt schon 33 Grad draußen, unglaublich. Willkommen in Cordoba. Dem Straßenverlauf von A4 noch 106 Kilometer folgen. Das werde ich tun. So, ich habe jetzt hier getankt. Das ist gar nicht so einfach. Die redet, man nimmt die Zapfsäule raus und sagt die irgendwas auf Spanisch. Und es geht nicht. Habe ich sie wieder reingesteckt. Und dann hat sie Danke gesagt. Und hier ist aber nicht so zum Bezahlen oder so. Also man muss da hinten zum Automaten gehen, bezahlen, also welche Zapfsäule, welche Benzinart und schon vorher sagen, wie viel Euro. Jetzt habe ich, glaube ich, nicht mal einen vollen Tank, weil ich einfach auf die höchste Summe, das war 50 Euro und mal sehen, wie viel wir jetzt drin haben. Ach, doch, voll, okay. Momentan gibt es hier Kiwis, glaube ich. Jetzt haben wir die 40 erreicht, würde ich sagen. Gerade mal angehalten. Also, das sind hier Kiwis. Und hier wohl was Neues gepflanzt. Ich denke, sind auch Kiwis. Ja, weit und breit. Und es ist 40 Grad heiß, wenn man so nach hinten schaut. Ich glaube nicht, dass man es auf der Kamera sieht, denn flimmert alles. Ich muss noch 11 Kilometer fahren
und musste tatsächlich gerade mal anhalten, weil die Gegend hat sich gerade verändert und es sieht hier irgendwie plötzlich ganz anders aus. Ja, jetzt sind übrigens 46 Grad hier, 47. Und ich nehme euch mal mit, jetzt ist eine Serpentinenstraße. Übrigens, vertraue nie Google Maps. Hier führte mich Google Maps durch einen Steinbruch und zwar 9 Kilometer Offroad und ich war richtig, richtig froh, dass kein Gegenverkehr kam, weil es gab nur eine Spur. Puh, was für eine Straße! Am Ende kam ich tatsächlich gut in Alcalá del Júcar an. Aber Venner hat einige Schrammen mehr, weil der Weg schon relativ gut zugewachsen ist. Ach, da geht ja noch was. Oh, what? Was war das für eine Straße? Vertraue nie Google. Oh, Alter, ich dachte, ich komme da nie wieder raus. Und dann habe ich immer gehofft, nach den 9 Kilometern, bitte lass sie nicht im Nichts enden, sodass ich die 9 Kilometer wieder zurück muss. Aber ich bin angekommen. Ja, erst auf den ersten Blick sieht es erstmal ganz gut aus. Jetzt sind es hier aber 47 Grad. 48 wohlgemerkt. Meine Klimaanlage schafft auch nichts mehr. Ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt, das geht echt. Sonnenschutz habe ich ja. Aber nun bin ich schon mal hier und der Weg war so anstrengend, dass ich einfach mir das anschauen muss. Mein Autoradio zeigt jetzt tatsächlich 52 Grad. Und ich will mir jetzt Alcalá el Júcar, ich schreibe es mal hier hin, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, anschauen. Aber als erstes halte ich mal meine Füße da rein. Wie ich das gefunden habe? Ich wollte irgendwas googeln. Dann zeigte mir Google so zufällig an die 10 untouristischsten und schönsten Orte in Europa. Und unter anderem wurde mir das angezeigt. Und darum bin ich jetzt hier. Oh nein, da kommt auch warmes Wasser raus. Egal. Bisschen erfrischen. Auf Tapas. Also Google hat nicht zu viel versprochen. Ich finde es wunderschön. Also irgendwie habe ich mir 52 Grad ein bisschen wärmer vorgestellt. Es geht. Es geht wirklich. Also es ist wirklich wunderschön. Aber eins muss ich mal sagen, die haben nicht so wie so manch Stück Rasen oder alles Beton, ne? Was ist das? Cueva del Diablo. Schauen wir mal, wa?
offen ist. Sieht jedenfalls so aus. Ich klinge mal. 3,50 Euro. Ja, alles klar. Moment. So, er kann leider gar kein Englisch. Die haben die Häuser hier in den Berg gebaut und der sammelt Schreibmaschinen, Nähmaschinen. Ich finde das so, so beeindruckend. Ich bin hier einfach mitten in einem Berg. Hier ist es angenehm kühl. Ich gehe jetzt einfach einmal komplett durch diesen Berg hindurch. Oh, da ist ein Restaurant. Hallo. Den ganzen Berg durch und da ist der Weg, auf dem ich gekommen bin. Oh nein! Auf eure Schuhe auf, wenn ihr hier auch her wollt. Aber ein bisschen gruselig finde ich es hier schon. Ich hoffe, dass ich wieder den Rückweg finde. Ich habe im Nachhinein etwas recherchiert und herausgefunden, dass dieses Restaurant und auch gleichzeitig Museum das des berühmten Matadors El Diablo ist. Und der hat mir auch die Tür geöffnet, was ich nicht wusste. Und hat mich mit einem Getränk begrüßen wollen, aber ich habe abgelehnt, weil ich ja nicht wusste, worum es geht. Und ich wollte jetzt nicht im Restaurant was essen oder trinken. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Irgendwie bin ich jetzt wieder im Restaurant angekommen. Wie auch immer. Na, dann kann ich gleich nochmal die Toiletten benutzen, wenn ich schon mal hier bin. Meine absolute Empfehlung, solltet ihr mal herkommen, geht in diese Höhlen. Es ist nicht nur wow, sondern es ist auch so herzlich, die Menschen, also der, den das gehört oder der das aufgebaut hat. Der spricht leider kein Englisch. Ich habe gefragt, ob er Informationen darüber in Deutsch oder in Englisch hat. Hat er leider nicht. Muss ich mal Google fragen. Die haben hier alle einen Quad, weil anders geht gar nicht. Nein, jetzt bin ich hier bei 52 Grad hochgelatscht. Und jetzt ist hier alles zu. Mist. Aber so schlimm, wie ich dachte, war es nicht, ehrlich gesagt. Ups, jetzt kommt was von hinten. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, waren die Damen, die streichen gerade ihr Haus weiß. Also die meisten dieser Häuser sind tatsächlich in den Berg gebaut. Hier seht ihr das auch. Die haben
eine Höhle in den Berg geschlagen und bauen so ein kleines Haus davor. Es ist im Winter absolut warm und im Sommer absolut kühl. Hier ist auch so eine Bar und da habe ich das auch gerade gesehen. Und darum geht es so in Stockwerken, weil der Berg ist ja irgendwann auch mal voll. Die baden hier schön in ihrem Fluss und ich gehe jetzt zum Auto zurück und bin schon ganz gespannt, wie viel 100 Grad mein Autoradio jetzt anzeigt. So, dann schauen wir mal, ne? Schlüssel rein. Ach, geht ja noch. Sieht man noch mal alles im Überblick. Wunderschön. So, jetzt geht es an die Küste. Tschüss, Alcalá del Huca. Ich hoffe, dass es an der Küste nicht mehr ganz so heiß ist. Eine kühle Meeresbrise wäre echt sehr nett. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann Kanal abonnieren. Ciao.